Wer kennt das nicht? Es gibt Wettkämpfe, Spiele, Turniere, ja, oder auch Situationen im Business, bei denen beinahe alles schief geht. Ja, und was machen wir dann? Dann schauen wir ziemlich genau hin. Dann versuchen wir zu analysieren, warum ist es schiefgegangen. Wir versuchen herauszufinden, was sind die Lessons learned, was können wir nächstes Mal besser machen. Auf der anderen Seite, wenn mal alles glatt läuft, wenn alles so richtig gut läuft in einem Wettkampf, ja, dann freuen wir uns meistens über das Ergebnis. Aber wir schauen oft gar nicht so genau hin. Aber genau das ist ein wichtiges Thema, denn die spannende Frage ist, was ist eigentlich das persönliche Erfolgsgeheimnis? Was ist dein persönliches Erfolgsgeheimnis? Das ist eine ziemlich wichtige Frage, aus der wir ziemlich viel lernen können. Ja, ich bin Christian Jaschke von Athletes Mind Tuning und deshalb geht es genau darum in diesem Video. Die Analyse negativer Ereignisse oder Erfahrung ist ein biologischer Überlebensmechanismus. Und der ist ziemlich nützlich, denn letztendlich hat er uns über Hunderte und Tausende von Jahren davor bewahrt, die falschen Entscheidungen zu treffen oder zumindest eben aus falschen, schlechten Entscheidungen zu lernen. Das ist auch im Sport ziemlich wichtig. Also insofern immer dann, wenn im Sport was schief geht, da eben genau hinzuschauen, was waren die Fehler, das macht sehr, sehr viel Sinn. Es ist aber mindestens genauso wichtig für den Erfolg im Sport, ja, und im Business genauso, eben auch genau hinzuschauen, wenn etwas besonders gut funktioniert. Ja, also die Frage, was ist das persönliche Erfolgsgeheimnis? Ja, was ist dein persönliches Erfolgsgeheimnis? Das ist eine ziemlich wichtige Frage. Und deshalb hier mal ein paar Empfehlungen, wie du genau das für dich herausfinden kannst. Erstens und im Grunde genommen gesunder Menschenverstand. Begebe dich aktiv auf die Suche nach deinem persönlichen Erfolgsgeheimnis. Ja, schau mal genau hin. Was hast du vor dem Wettkampf anders gemacht? Hast du vielleicht an deiner Vorstartroutine irgendetwas geändert? Hast du vielleicht eine bestimmte Musik gehört? Hast du deine Ernährung umgestellt, irgendetwas anders gemacht? Ja, wie waren die Rahmenbedingungen im Wettkampf? Ja, was hast du gedacht? Was hast du gefühlt? Welche Trigger haben vielleicht irgendetwas in dir ausgelöst, ja, die dich eben dazu beflügelt haben, eben das Bestmögliche herauszuholen? Ja, und Empfehlung Nummer zwei, nimm dir einfach mal zwei, drei Wettkämpfe vor, die eben besonders gut funktioniert haben und schau da eben genau hin, was hast du dort anders gemacht. Empfehlung Nummer drei, erhebe die Suche nach deinem persönlichen Erfolgsgeheimnis zum Standard. Achte auf Kleinigkeiten. Ja, und hier noch ein Tipp, ein Geheimtipp. Auch in Wettkämpfen, die nicht so gut gelaufen sind, gibt es vielleicht Teilbereiche, die ganz gut funktioniert haben. Und auch das ist eine gute Quelle auf der Suche nach deinem persönlichen Erfolgsgeheimnis. Wenn du magst, nutze die Gelegenheit und schreib einen kurzen Kommentar, was dein persönliches Erfolgsgeheimnis ist. Ja, oder eben, was du herausgefunden hast, nachdem du mal zwei, drei Wettkämpfe angeschaut hast. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es für die meisten von uns irgendwo etwas anderes ist und ich bin mir auch sicher, dass wir alle in der Community voneinander lernen können. Ja, wenn du das Video irgendwo anders gesehen hast als auf meiner Website athletesmind.de, ja, dann empfehle ich dir, da mal hinzuschauen. Da findest du viele weitere interessante Videos und Inhalte rund um das Thema Mentaltraining. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den Facebook-Like-Button anklickst und das Video mit anderen teilst. Und da bleibt mir nur zum Abschluss, dir zu wünschen, beste mentale Stärke im Training und Wettkampf.